Hallo, heute geht es um gerades Sägen mit der Handkreissäge. Wer eine typische Handkreissäge wie diese hat, der hat in der Regel so einen kleinen albernen Anschlag, den man auf der Seite einspannt und der beim Führen die Säge doch nicht gerade hält, sodass die Säge mehr oder weniger leichte Spuren, leichte Kurven sägt. Was uns fehlt, ist hier eine komplette Schablone. Sägen mit derartigen großen Schablonen, mit derartigen großen Auflagen kosten Vermögen. Hat bestimmt keiner privat zu Hause. Ich auch nicht, brauche ich viel zu selten. Jetzt zeige ich, wie man den perfekten Schnitt mit einfachen Haushaltsgegenständen macht, ohne dass man zusätzlich Geld ausgeben muss. Zuerst einmal spannen wir unsere Platte ordentlich ein, sodass sie stabil und fest ist. Wir zeichnen unsere Linie an und dann machen wir es uns ganz einfach. Wir fahren nicht mit der Säge an der Linie lang und nehmen diese Not oder diesen Anschlag. Das wird nämlich nichts Genaues. Wir nehmen zum Beispiel einen Winkel. Und legen den in dem Abstand an, den das Sägeblatt zur Außenkante hat. Das heißt, wir müssen zuerst einmal diesen Abstand vom Sägeblatt zur Anschlagkante messen. Das heißt, wir haben hier ca. 6,3 cm. Und geben diese 6,3 cm unserem Maß hinzu. In unserem Fall haben wir sogar ein Trockenballprofil. Das hat eine höhere Außenkante und ist somit noch besser geeignet. Das ist das saubere Stück Holz, was wir behalten wollen. Das äußere ist dieses, welches wir abschneiden und entfernen wollen. Somit haben wir die 3,6 cm hier hinzuzufügen. Dies tun wir natürlich an beiden Enden und fixieren das Ganze an beiden Enden mit einer Schraubzwinge. Danach messen wir hier beide Enden nochmal nach und voilà, wir haben die perfekte Anlage für unsere Handkreissäge. Ihr könnt natürlich das Ganze auch ganz anders machen. Ihr habt euer Maß, in meinem Fall 92 cm. Wir addieren den Abstand von der Handkreissäge von 3,6 cm drauf, was dann 95,6 cm werden und installieren sodann dieses Blech als Anlage mit Abstand zur Endkante. Und dann sparen wir uns das Anzeichnen der Linie. So, ich hoffe, damit ist jedem geholfen. Ich werde es jetzt festschrauben, dann zeige ich noch kurz den Schnitt und danke fürs Zuschauen. Tschüss!